Ich bin der Alexander Rauch, Geschäftsführer von der Tischler Andechslinger in Haslach an der Mühl. Wir beschäftigen ca. 80 Mitarbeiter und produzieren Möbel für den gesamten Innenbereich. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen für unsere Kunden. Und die Idee war, einfach Oberflächen zu veredeln. Also eine Oberfläche, die was nicht am Markt zum Kriegen ist, wo ein eigenes Design drin steckt, wo man sich auch mit Design im Hintergrund super Oberflächen kreieren kann. Und wir sind dann auf das Thema gekommen der Lasertechnologie, dort wo wir wirklich Fronten sehr individuell gestalten können. Nach kurzer Suche, muss ich ehrlich sagen, sind wir auf ein junges, dynamisches Team gekommen. Das ist die Just Laser Firma, wo ich einfach gemerkt habe, da sind junge Burschen drin, eine mit Erfahrung, die was ein neues Unternehmen am Markt geben. Und die haben eigentlich alles abdeckt für uns. Die haben einen Lasermarkt gebracht, wo die Gravur genau ist, wo die Linienführung exakt ist. Das nächste, was für uns ganz wichtig ist, dass das Unternehmen in der Nähe ist für uns, dass die schnell agieren, dass die, wenn wir ein Problem haben, dass die hilfsbereit sind und dass die mit uns weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, dass wir da, ich bin überzeugt sogar, dass wir da ein Top-Unternehmen gefunden haben. Wie wir den Laser bei uns in der Firma installiert haben, habe ich immer gewusst, ich brauche nicht einfach ein neues Gerät, das Unternehmen einstellen, sondern ich muss eine Begeisterung schaffen. Und die Begeisterung kann nicht, dass ich überrede jetzt machen, was neu ist, sondern immer doch die Mitarbeiter müssen selbst draufkommen. Durch das haben wir vorher einen eigenen Raum gemacht für das Gerät, dort, wo man neu entwickeln kann, dass er Gläser massiert durch in das Ganze, den Raum. Und ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe zwei junge Mitarbeiter begeistert am Anfang gesagt, ihr seid für das Gerät zuständig. Und das, die Neugier der ganzen Mitarbeiter ist immer größer geworden, aber sehr schnell hat man bemerkt, die größten Skeptiker sind auf einmal beim Glossy-Bike gelegen, haben reingeschaut im Raum und haben einfach eine Neugier entwickelt. Und das Schöne war, du hast immer wieder gehört, wow, eigentlich entsteht da wirklich was Gutes fürs Unternehmen. Was taugt uns an diesem Gerät? Ein Riesenaspekt war für uns die Schnelligkeit. Wir gravieren teilweise riesengroße Fronten. Das macht schon einen Riesenunterschied, ob die Front 7 Stunden dort liegt oder sage ich 3 Stunden oder 4 Stunden dort liegt. Es war ein riesen USB für uns, wo wir gesagt haben, wir müssen einfach das Gerät nehmen, weil es momentan, glaube ich, für uns das schnellste Gerät am Markt ist und auch die Gravur, was wir damit machen, am saubersten hinbringen.